Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer, südkoreanischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe eigentlich echt Besseres zu tun, zum Beispiel Telefone mal zu reviewen, die schon seit Monaten bei mir in der Kiste lagern und schon durch den Alltagstest alles durch sind, aber ich habe Bock zu basteln. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch erstmal das Samsung Galaxy S3 Note 3 unverbastelt vorstellen in meiner sehr beliebten, aber kaum bedienten Serie Alte Flaggschiff in 2020. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, Moschus, ist das eigentlich nicht ein Retro-Review, das Note 3, wenn man bedenkt, dass das Note 20 Ultra gerade aktuell ist? Jein. Erstmal fehlen da 10 Generationen Telefon, weil Samsung sich gedacht hat, nach der 10 kommt die 20. Tja, und dieser Mangel an Grundschulabschluss hat eben dafür gesorgt, dass der Nachfolger vom Samsung Galaxy S10 das Samsung Galaxy S20 ist. Aber nichtsdestotrotz ist das Note 3 durchaus schon etwas älter. Jetzt muss ich aber schauen, das habe ich auch nicht alles im Kopf. 2013. September 2013. Da kam das gute Stück auf den Markt. Wurde aber geupdatet, und zwar auf Android 5. Und Android 5 kann man heute immer noch verwenden. Da läuft im Großen und Ganzen, also so die Grundprogramme, die laufen noch. Sicherlich einige Games laufen nicht, wegen der Inkompatibilität zur Grafikeinheit und zu Android 5. Und Geekbench 5 beispielsweise ging auch nicht, also ließ sich gar nicht installieren. Antutu ist abgestürzt. Aber technisch gesehen kann man es im Chromezug noch verwenden. Nun, warum stelle ich euch das vor? Warum mache ich nicht damit ab? Ich habe ja zum Beispiel das Meizu M8, das habe ich schon länger, habe ich noch nicht vorgestellt. Nun, ich will eben davon nicht rumbasteln, ich will eine Custom-ROM draufballern und ich bin total neugierig, was man aus dem Note 3 noch rausholen kann. Ich habe das vor kurzem mit dem Note 5 ja gemacht und das Ding ist wie neu, da läuft jetzt Android 10 drauf, wir haben aktuelle Sicherheitsupdates, da kann man Fortnite zocken. Und ich will wissen, was ist mit dem Note 3 drin? Und das will ich jetzt am Wochenende machen, deshalb heute fix das Review, noch unverbastelt. Das habe ich in der Note 5 ja leider ein bisschen verpasst. Und so können wir ein bisschen sehen, wie ist denn das jetzt und wie ist es denn mit einer Custom? Aber erstmal wollt ihr natürlich wissen, welche Technik drin verbaut ist. Ist ja nicht so, dass man das nicht jetzt, also dass man, ne, das Ding ist ja fast 7 Jahre alt. Mit fast manches ist es 7 Jahre alt. Wie kommen wir zuerst zum Display? Jetzt denkt man wahrscheinlich, ja, da ist wahrscheinlich ein kleines und niedrig auflösendes TN-Panel verbaut, weil 7 Jahre. Aber, da muss ich euch enttäuschen. Oder halt nicht, ich weiß nicht. Auch 2013 hat Samsung bereits Super AMOLED verbaut. Deshalb haben wir hier in dem Gerät ein 5,7 Zoll kleines Super AMOLED Display mit Full HD Auflösung. Also 1920x1080. Natürlich im klassischen 16:9 Format, das war eine ganze Zeit lang Standard. 386 ppi und auch schon geschützt durch Corning Gorilla Glas hier in der Klasse 3. Und da muss man aber festhalten, das ist ein echt krasser Standard. Auch nach heutigen Maßstäben wäre 386 ppi und Super AMOLED ein richtig guter Standard, wenn es noch heil genug wird. Und da versteht ihr dann vielleicht an der Stelle auch, warum ich Apple immer unterstelle, dass die halt technologisch hinterherhängen. Die haben bis letztes Jahr im iPhone 11 noch ein HD plus IPS-Panel verbaut. Niedriger auflösend und IPS statt Super AMOLED. Und Super AMOLED hatten mal ein paar Vorteile, die man nicht deswegen diskutieren kann, wie eben das Stromsparender und wenn man auch die besseren Kontraste. Damals waren die teilweise echt kunterbunt eingestellt. Inzwischen ist das ja zum Glück nicht mehr so. LTE ist im Übrigen auch am Start. Ja, es gab 2 Versionen. Es gab noch eine ohne LTE. Ich habe hier aber eine mit. Und ja, das ist natürlich logischerweise LTE Band 20 auch dabei. Ist ja klar. Ist ja auch für den deutschen Markt damals produziert worden. Und hier müsste dann auch ein Schnapptrag drin sein. Aber auch damals hat sich da schon Weizen vom Schuhschrankscharnier getrennt. Da hatten wir nämlich einmal den Snapdragon 800, für mich der legendäre SoC. Ich war so ein Leistungsgourmet gewesen und das hat man nie gereicht. Ich habe das optimiert bis zum Gehtnichtmehr, auch mit Customs damals schon rumprobiert, genau aus dem Grund. Aber der 800er, der hat damals solide Leistung gebracht. Man sagt, ja, jetzt läuft's rund. Das war ein Quad-Core, 2,3 GHz mit der Adreno 330. Und in anderen Modellen, da steht nur N9000. Da ist dann der Exynos 5420 drin. Octa-Core mit einer Mali T628 MP6. Wow, die kenne ich gar nicht. Und der Schnappdrache war am N9005 und N9002. Ich habe hier N9005. Das ist bloß die Codebezeichnung. Alle werden sie als Samsung Galaxy Note 3 vermarktet, aber ihr wisst ja, wie das ist. Das ist bei Samsung alles nur marktabhängig. Speicherausbau 16 GB. Das war damals ja so der Standard. Die hatten ja alle erstmal 16 GB. Hier Speicheroptionen, nämlich auch noch 32 oder 64. Ja, es gibt also heute Samsung Galaxy Note 3s mit 3 GB Arbeitsspeicher, das haben nämlich alle gemein, und 64 GB Festspeicher, was auch nach heutigen Maßstäben, ich meine 64 GB Festspeicher, das wäre auch heute zum Beispiel mit dem iPhone 12 immer noch die erste Speicheroption. Das ist alles schon echt solide, dafür, dass das Gerät so alt ist. Dual Band Wi-Fi, 2,45 GHz, AC, Bluetooth 4, NFC ist auch dabei, ja. Micro-USB, das ist natürlich dann klar. Der Akku ist auch niedlich mit 3200 mAh, aber ihr habt ja schon mitbekommen, das Display, das ist ein 16:9 Format und trotzdem 5,7 Zoll. Das wäre heute gerade zu klein.
Also, oder anders gesagt, heute wird so klein gar nicht mehr produziert. Und Betriebssystem, ja, jetzt Android 5 Auslieferungszustand, war Android 4. Da hat Samsung gerade mal um eine Version geupdatet. Das ist nicht besonders beeindruckend, Samsung. Aber das wollen wir dann ausgleichen, oder das werde ich wahrscheinlich ausgleichen. Ja, ich darf hier wieder mal alles machen. Und mal schauen, wie hoch wir kommen. Als ich es jetzt gelesen hatte, war es mal Oreo. Weiß nicht, ob es noch weitergeht. Oh, jetzt brummt das Ding. Es geht jetzt, glaube ich, ein und aus. Ja, startet sich schon. Als ich es hingeschmissen habe, ist es irgendwie auf den Power-On-Taster geflogen. Ich habe leider die Version mit 16 GB. Aber Samsung hat tatsächlich einen Micro-SD-Kartenschacht verbaut. Das heißt, wir können die Speicher erweitern. Ist das nicht super? Ich würde mal sagen, das ist super. Und zieht's euch, also wir wechseln mal die Kamera, das ist zu weit weg. Also hier das Smartphone. Und natürlich, weil es die Note-Serie ist, damals auch schon mit Stift. Ja, den zeige ich euch gleich. Aber hier ist tatsächlich noch ein bisschen Lieferumfang dabei. Ja, ich habe das Ding bei eBay geschossen, da hier den Quick-Start-Guide. Das alles ist in diesem Öko-Karton hier verbaut. Da haben wir das kleinste Netzteil der Welt. 5 Volt, 1 Ampere. Es steht eigentlich auch gar nichts speziell zur Ladetechnik jetzt hier im Datenblatt von GSM Arena. Und ich vermute mal, das liegt daran, dass die damals halt alle mit 5 Watt geladen haben. Da keiner daran gedacht hat, hey, vielleicht ändern wir da mal was dran. Hier sind noch jede Menge Adapter dabei. Was ist das eigentlich? Weil das ist halt auch ein Ladegerät auch für andere Steckdosen. Das passt hier bei uns nicht. Das ist aber ein 10 Watt Ladegerät. Designed by Apple in California. Ich feier mich so weg. Das Teil ist offensichtlich gar nicht für den deutschen Markt gedacht. Ich habe das von eBay gekauft. Keine Ahnung, für welchen Markt das gedacht ist. Aber deshalb ist dieses niemals verwendete Ladegerät dabei. Mit diesem Adapter, was das Ganze dann, ich glaube, englische Steckdosen. Das ist so feierlich. Und das Ladegerät, was ich gerade dumm gemacht habe, das ist so klein, das nur 5 Watt liefert. Das ist ein Ladegerät von Apple. Super. Das ist nicht mal geplant gewesen. Vor allem das Ladegerät hier, genauso das Telefon, ist von 2013. Und selbst da lieferte Samsung ein solides Ladegerät mit 10 Watt mit. Und Apple hat es bis 2019 nicht geschafft, ebenfalls ein 10 Watt Ladegerät auszuliefern. Und hat den Geräten noch ein 5 Watt Ladegerät beigelegt. Zumindest der iPhone 11 bei 11 Pro oder so, weiß ich nicht. Und jetzt mit dem iPhone 12, wir wissen es, gar kein Ladegerät mehr. Kein Zubehör mehr, außer ein Kabel. Und Samsung hat es 2013 schon so viel besser gemacht. Und zieht euch das mal rein. Ja, was für ein nices Display das einfach mal ist. Auch das Display-Body-Verhältnis. Klar, nach heutigen Maßstäben ist das jetzt nicht mehr so der Knaller. Aber dafür, dass das Gerät 7 Jahre alt ist, sieht so furchtbar modern aus. Das Display ist so furchtbar gut. Ja, blinkfähige Stabilität natürlich unschlagbar, weil es einfach mal 2013 hier schon AMOLED war. Farbwiedergabe, das war das, was mich damals so ein bisschen abgeschreckt hatte. Die fand ich damals ein bisschen zu knallig. Jetzt, keine Ahnung, jetzt würde ich mich dran gewöhnen. Damals, also was mich so richtig abgeschreckt hatte, muss ich sagen, das war das LG G2. Das lag sicherlich auch an der Oberfläche noch. Letztendlich kommt es ja noch darauf an, auch wie die Oberfläche ja gestaltet ist. Aber das war mir so kunterbunt gewesen. Das war für mich tatsächlich ein Grund, mich damals von den G2 zu trennen, obwohl das ein richtig gutes Gerät war. Aber hin wie her, man kann sich zur Not auch alles auf möglichst dunkel einstellen. Dann hat man nicht nur super nice Kontraste, schöne Schwarzwerte, sondern man spart halt auch Strom, was bei selbstleuchtenden Displays ja möglich ist. Und gerade damals, wo die Akkukapazitäten ja noch nicht so der Knaller waren und die Laufzeiten natürlich auch nicht. Tja, da hatte man hier eben bei Samsung die Option dank AMOLED-Display. Das System selber hier basiert auf Android 5, sieht man jetzt natürlich nicht so wirklich, weil da Samsung eine stark customisierte UI drüber geballert hat. Und das sieht man hier, S-Health ist drauf, Flipboard, manches funktioniert davon schon gar nicht mehr, weil die Server nicht mehr erreichbar sind. Da wollte ich auch irgendwie Google Plus updaten, ist sofort abgestürzt. Den Google Assistant hier, da fleißig gleich nachinstalliert. Auch der App Drawer sieht ein bisschen anders aus, weil ihr seht Ordnerstruktur hier im App Drawer, das ist auch so was Samsung eigenes. Und wow, Bloatware ohne Ende. Sicherlich Sachen, die sinnvoll sind. Sketchbook for Galaxy wird sicherlich, keine Ahnung, da ist immer in der Stift dabei. Evernote schon drauf, Dropbox schon drauf, ein TripAdvisor. Samsung eigener. Samsung hat gleich sich selbst noch einen Ordner angelegt. Nox, muss ich gar nicht, damals auch schon gab. SF hatten wir schon. S-Translator, Watch on, Samsung Link, S-Voice, Group Play. Ein bisschen wirklich too much, muss ich sagen, für ein cleanes System. Ich habe hier noch ein bisschen Benchmarks installiert und das war's. Ah, da hat man ja schon mal ein paar Seiten-Apps. Das ist ja immer typisch Samsung. Aber ich zeige euch ja hier schon das System, ohne euch das Gerät nochmal gezeigt zu haben. Die Rückseite, zieht euch das mal rein. Nein, das ist kein echtes Krokodilsleder. Das ist Plastik. Aber so ein bisschen in Lederoptik. Ja, das heißt, wir haben hier so eine Naht. Die Naht ist natürlich komplett sinnlos. Ich meine, erstmal ist das hartschalig hier, die Rückseite. Und zweitens,
ist das auch bloß ins Plastik gestanzt. Also es ist kein echter Faden. Aber es sieht gut aus. Es sieht total edel aus. Zumal ja auch der Samsung-Schriftzug, ja, der ist richtig, jetzt richtig eingraviert und eingelassen. Es spiegelt auch die Single-Kamera, die leicht aus dem Gehäuse raussteht. Aber das ist überhaupt kein Drama. Passt mal auf. Wir haben eine Gerätestärke von 8,99 mm. Und das ist für, naja, für Note, also kurz gesagt, damals das größte Telefon von Samsung, ist das schon recht schmal. Und jetzt, das Gewicht ist eigentlich noch besser. Passt mal auf. Ist das nicht süß? 176 Gramm. Für Note, also für das größte Telefon von Samsung und überhaupt auch am Markt, eines der, wenn nicht das größte Telefon. Das waren so die Dinger, wo ich auch damals gesagt habe, mein, was ist das für ein Brett, war mir eigentlich echt too much gewesen. Ich hatte damals, glaube ich, noch Meizu-Geräte, die viel kleiner waren und da manche gesehen mit so einem Samsung S-Serie oder Note-Serie und dachte nur, wie kann man sich beim Telefonieren bitte nur so ein Brett ans Ohr halten? Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Sieht so komisch aus. Heute ist es einfach Standard. Das ist einfach, wenn man sich dran gewöhnt hat. Der Stift ist hier, den muss man richtig rausziehen. Der ist also hier nicht irgendwie gefedert, also nicht mit reindrücken und dann kommt der raus. Steht ja auch Samsung drauf. Und ist auch ein bisschen schwergängig. Ja, scheint aber ein Original zu sein, aber ist ein bisschen schwergängig. Hier ist auch schon so eine Taste. Und die Spitze, die federt. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja, jetzt ist das Menü natürlich weg, was jetzt eigentlich aufgeploppt ist. Das liegt aber auch daran, dass wenn man den Stift rausfummelt, kommt man auch gerne mal aufs Display. Und wow. Also, ich weiß nicht, ob das vom, okay, das schon immer so war, aber es ist echt ein bisschen schwergängig. Und, das nehmen wir. Ihr seht, Ladezeiten, ja, es ist hier so ein Floating-Fenster, nicht wahr? Es ist auch nicht schlecht, also wird jetzt nicht Vollzeit, Vollding, kann man es eigentlich auch verschieben, minimieren, diese Grundfarbe ändern. Ach, ist auch egal. Moschus ist nice. Smiley. Und löschen geht natürlich auch. Wofür ist eigentlich die Taste dann? Vielleicht auch löschen? Ich drück sie mal. Nee, das ist markieren. Aha, aha. Das ist ja blöd. Löschen wäre halt viel besser, aber egal. Versuchen wir mal. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt nehme ich mal die Taste und markiere das mal. Okay, das war ein bisschen daneben. So, Telefon. 1, 2, 3, 5. Ah, hat's immerhin fast erkannt. Okay. Seht ihr mal, jetzt ist hier meine Notiz noch als kleines Mini-Fenster. Das meint er hier mit minimieren. Das ist natürlich auch geil. Jetzt ist das hier so rechts oben. Kann mir das auch auf den, hoppla. Kann mir das jetzt hier auch auf den Desktop ziehen, irgendwo hin und kann das jederzeit dann wieder bearbeiten. Das ist, muss ich sagen, echt nice. Der Stift reagiert, ich habe ja jetzt auch Vergleich, das Note 5 ja zum Beispiel, da haben sie den Stift echt nochmal richtig verbessert. Auch das Note 9 und 10, ich würde auch mal so ein kleines Video machen, da will ich die nochmal so ein bisschen nebeneinander legen, dass ihr das mal so sehen könnt, die Evolution des Samsung Galaxy Note-Geräte. Und ja, da hat sich bei dem Stift schon was getan, aber es ist hin wie her. Ich meine, ihr wisst, wie viele Generationen dazwischen liegen. Und dafür ist die Eingabe erstaunlich direkt und der Stift auch erstaunlich zuverlässig. Ob jetzt diese Erkennung meiner Schrift, ob das jetzt alles so nice funktioniert oder nicht, das sei jetzt mal hingestellt. So, versuchen wir es nochmal. Und alles markieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, G, 10. Okay, so ganz zuverlässig ist das nicht. Ernsthaft, der hat ein G daraus gemacht. Der denkt, das hier ist wirklich ein G und keine 9. Naja, ich hätte, wenn ich ein G schreibe, dann denkt, das wäre eine 9. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Wir können jetzt mit dem Stift hier natürlich auch das Betriebssystem bedienen. Und dafür, dass das Gerät so alt ist, funktioniert der Stift schon richtig gut. Und braucht nicht zu glauben, nur weil das hier eben schon ein bisschen betagt ist, dass es alles nicht mehr funktioniert. Auch nicht mehr vernünftig funktioniert. Und im Übrigen, das Gerät selber ist im Top-Zustand. Der Power-On-Taste, der hat ein bisschen gelitten. Der Home-Button, der hat ein bisschen gelitten. Der ist jetzt ein bisschen tiefer, als es eigentlich sein müsste und klappert ein wenig. Aber ansonsten ist das Gerät in einem Top-Zustand. Es ist wirklich nur schade, dass die Geräte softwareseitig so verschleißen. Ich habe es einfach an den Note 5 ja, hab ich's ja gezeigt. Da ist jetzt Android 10 drauf und das Gerät ist auch wieder richtig schnell, schneller als mit der originalen Software von Samsung. Und ja, komm mal, kannst du mal wieder einsetzen. Das ist eine absolut vernünftige Mütze-Klasse. So, im Übrigen, damals kein Unibody. Ja, das ist heute auch. Nein, mir ist tatsächlich jetzt beim Öffnen die Rückseite gebrochen. Das ist ärgerlich. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, entweder war es schon angeknackst oder es liegt halt daran, naja, dass das Plastik irgendwann auch so ein bisschen Weichmacher verliert. Keine Ahnung, so brüchig. Und schade eigentlich, dass jetzt ein kleiner Riss drin ist. Akku, hier ist halt ein ganz normaler Schacht. Witzigerweise kein Dual-SIM, ne? Das ist bei den chinesischen Marken ein bisschen Standard, aber bei den hier bekannteren Marken war das nie so gestandert. Und was ich eigentlich jetzt noch testen wollte, ob hier auch Offscreen... Aha, der entsperrt, wenn man den Stift entnimmt. Na gut, weil bei den späteren, ich weiß nicht, ab wann das war,
dann kann man offscreen einfach zeichnen. Da entsperrt er nicht das ganze Gerät. Man nimmt den Stift und schreibt einfach auf einen schwarzen Bildschirm sozusagen und dann speichert man das ab. Das finde ich ziemlich geil. War halt hier noch nicht so gewesen, aber egal. Die meisten Benchmarks funktionieren leider nicht mehr. Work 2.0 von PCMark hat noch funktioniert. 3759 Punkte. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Slingshot hat auch funktioniert, also 3D-Mark, aber auch nur Slingshot. Slingshot Extreme ging gar nicht, also weder Vulkan noch OpenGL. 1323 ist aber für das Alter auf jeden Fall solide. Und die Lese- und Schreibwerte, ja, sind für das Alter auch solide. So, zeige ich euch mal noch die Fotos. Ich habe ja auch die Kamera mir kurz angeschaut. Aber ich blende euch mal ein. Ich habe nur ein paar wenige Fotos gemacht. Es sieht immer so aus, als wäre auf jeden Bild ein Schleier. Und damals war auch der Autofokus noch gar nicht so zuverlässig gewesen. Das erste Bild hat das Leid mir verbockt. Insgesamt sind die Bilder ziemlich farbschwach. Und ja, es sieht irgendwie so aus, als wäre bei jedem Bild irgendwie ein Schleier. Die hatten tatsächlich damals schon einen Beauty-Modus gehabt für die Frontkamera. Blende ich euch auch mal ein. Im Großen und Ganzen, keine Ahnung, ja, nach heutigen Maßstäben ist die Kamera jetzt natürlich nicht mehr so der Knaller. Müsste man halt vergleichen mit Geräten von damals. Keine Ahnung. Hallo Freunde, zweitkanaliger Inhalte, beziehungsweise hallo Freunde der Rätselkunst. Hallo Freunde, heute sind wir wieder dran. Also ich muss sagen, die Lautsprecher sind vernünftig. Okay. Ganz normal Single, ups. Oh, passt. Und bei YouTube, ja, sieht man jetzt zu normalen, moderneren Geräten eigentlich gar keinen Unterschied. Es läuft auch alles noch. Aber wie dem auch sei, braucht man nicht groß drum rumzureden. Android 5 ist schon hardcore alt. Und das ist eigentlich auch das größte Problem bei den Telefonen hier. Das Display ist vernünftig. Die Leistung vom SoC, ja, ist sicherlich grenzwertig. 800, da habe ich jetzt schon lange mal gemessen. PC Mark war ja bescheiden gewesen. 3D-Werte waren okay. Antutu würde mir noch fehlen, ist aber leider abgestürzt. Aber ich meine, man sieht ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen durchs System navigiert, im Einstellungsmenü, in der Galerie, die Kamera, die ist auch super schnell, die macht auch instant ein Foto, das ist echt krass. Und jetzt auf ein 7 Jahre alten Telefon jetzt kurz Games zu zocken, das wäre ja auch dann ein bisschen Blödsinn Anspruch. Der Punkt ist, es hängt vor allem natürlich an der Software. Android 5, aktuell ist Android 10 und denken auch schon über Android 9 nach. Es ist auch die Sicherheitsupdates sind, glaube ich, von 2016. 1.10.2016. Also man muss so sagen, aber wie es ist, die haben über 3 Jahre Sicherheitsupdates geliefert. Und das vor 7 Jahren. Das mit einer Android-Version, die hätten ja zumindest auf Android 6 hochgehen können, wenn sie mit 4 angefangen haben. Okay. Aber Sicherheitsupdates haben sie dafür echt noch lange geliefert. Bringt uns natürlich heute trotzdem nichts, weil das trotzdem vor 4 Jahren aufgehört hat mit den Sicherheitsupdates. Und jetzt, wo ich euch das endlich vorgestellt habe, ist ja der Weg frei für eine Custom-ROM. Ich hatte es ja schon mal gezeigt beim Samsung Galaxy Note 5 mit Odin oder wie dann einer noch in die Kommentare geschrieben hat, mit Heimdall kann man dann einfach eine neue ROM flashen. Also nein, damit flasht man TWAP. Wenn man das dann drauf hat, dann kann man sich eine ROM flashen. Ja, die ein oder andere verstehen gerade nur Bahnhof. Oh jo, von hinten, da machst du schon wieder. Ist eigentlich auch Wurst. Und das ist im Übrigen auch wirklich eine Stärke von Android, dass es halt Open Source ist und dass die Community die ROMs dann halt bereitstellen kann, dass die sich damit beschäftigen können. Das ist ja auch bestimmt ein super geiles Hobby, wenn man die Zeit hat. Ich habe leider zu viele Hobbys, sonst würde ich das auch machen. Aber das ist nice, auch für all diejenigen, die das jetzt vielleicht noch nicht so richtig gepeilt haben. Aber die Custom-ROMs, die kommen alle von der Community. Dann möge das Basteln beginnen. Oh, ich hab's fast vergessen. Ich habe hier noch ein Case mitbekommen, so ein Silikon-Case. Okay, langweilig, aber ist auch so eine Buckhülle hier dabei. So ein Bookcase. Aber offensichtlich nicht original Samsung. Na, trotzdem. Schön, oder? Dann hoffe ich mal, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Meine kleine Serie mache ich nur für euch. Bis dahin. Ciao.